Ja Leute, frisch und munter geht's weiter mit einer neuen Folge Death Stranding. Okay, er ist nicht frisch und munter hier, der Kerl. Aber wir werden ihn gleich mal... Ich will mal ganz kurz auf den Terminal gucken. Nee, hier waren wir fertig, okay. Die Frage... Was war das? Wo war denn das mit den... Wir haben mal das, ja genau, wir haben mal das hier, genau. Na okay. Wir werden erstmal werden wir. Deshalb werden wir uns ausruhen. Deine Arbeit ist... Wir haben genug gearbeitet. Mit Dreck in der Fresse haben wir genug gearbeitet. Ah, wir haben wieder eine neue E-Mail erhalten. Ja, gucken wir uns gleich an. Erstmal duschen. Ja, erstmal den ganzen Dreck hier runter duschen. So. Ja, genau. Ja, genau. Gut, dann gucken wir mal, was das Terminal sagt. Wir haben eine neue E-Mail bekommen. Drei neue E-Mails von Jake Wind, der Wiederaufbaumagie Amerikas und der Welt. Lieber Sam, es war nett von dir, uns erneut einen Besuch abzustatten. Deine Arbeit ist bestimmt nicht leicht, für Körper und Geist gleichermaßen. Genau, das macht dich wohl zu einer Legende, was? Also für mich ist derjenige, der die Idee hatte, Kommunikationsdaten in den Strand zu senden, ebenfalls eine Legende. Wer kommt denn bloß auf so etwas? Irgendwann muss ja auch mal jemand, versucht haben, Blitze zu ziehen. Eben unglaublich, dass sich jemand diese gewaltigen elektrischen Entladungen angesehen und dann gesagt hat, das kann ich kontrollieren, die kann ich erschaffen und das dann tatsächlich getan hat. Der Strand dieselbe Art von Phänomen. Etwas, das wir momentan nicht begreifen, das aber sobald wir verstehen, wie wir seine Kraft nutzen können, alles revolutionieren wird. Stell dir mal vor, wir könnten nicht nur Amerika wieder aufbauen, sondern eine bessere Welt als vorher erschaffen. Ja, ganz ruhig mit den Zielen, mit den Zielen, die du setzt, ne? Das gefällt mir. Machst du dich immer noch tapfer weiter, Sam? Ich übe mich darin, nach draußen zu gehen, jedes Mal etwas länger und weiter weg. Ich dachte, ich würde meine Angst irgendwann überwinden, dass ich schon bald wieder problemlos Lieferung übernehmen könnte. Aber da bin ich zum ersten Mal im Mulgebiet gelandet. Ich gehe in Panik, ließ fast alles fallen, was ich bei mir trug. Das gehört jetzt wohl denen. Davon abgesehen habe ich es aber geschafft, ein paar Schilder und Wachtürme und anderen Kram an den Leuten, wie du gefallen finden dürften, aufzustellen. Ich bin noch keinem anderen Boten persönlich begegnet.
Aber ich merke, die Sachen kommen gut an. Ich kriege nämlich Likes dafür. Oxy und Nootropica mögen helfen, meinen Gemütszustand auszugleichen. Aber ich sag dir, wenn dir jemand ein Like gibt, ist das ein unvergleichliches Gefühl. Es bestätigt dir, dass du im Leben eines anderen Menschen eine positive Veränderung bewirkt hast. Das ist großartig, Mann. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei allem. Ich sende dir herzliche Grüße und jede Menge Likes. Also gewisse Sachen, ne, von diesem Text könnte man eins zu eins in Social Media übertragen. Was ist nicht gut mit deinem BB? Wie geht's dir, Sam? Und wie geht's deinem BB? Ich bin etwas besorgt, deshalb schreibe ich dir übrigens auch. Weißt du, ich hatte damals selbst ein BB. Unterwegs habe ich mich immer mit ihm verbunden. Ganz normaler Prozedere halt. Aber es ist so, dass ich, und das bleibt bei der unter uns, anfing, naja, mein BB gern zu haben. Ja, ich weiß. Ich war bei allem nicht mit anwesend. Es ist nur Ausrüstung, nicht mit dem BB mitfühlen. Keine Bindung aufbauen. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Und dann gab es sogar ein Like. Ein Ausrüstungsteil ist dazu nicht in der Lage, oder? Ausrüstung wird auch nicht gerne gewiegt oder im Angeblick eines sich drehenden Udratix beruhigt. Mein BB liebt es. Wenn ich mit ihm schwimmen ging und einfach im Wasser treiben ließen. Aber wenn ich mich hineinstürze oder es untertauchte, bekam es große Angst. Einem Werkzeug wäre das alles doch scheißegal. Ich wette, dein BB ist genauso, oder? Es reagierte bestimmt in einer Art und Weise auf Dinge, die sie nicht wegerklären lässt. Mann, ich vermisse die Zeit mit dem Kleinen. Kümmer dich gut um dein BB, okay, Sam? Ach, was rede ich da? Ich weiß schon, was du das tun wirst. Junge, das ist ein BB. Was hast du denn gedacht? Es reagiert natürlich nicht wie ein Schraubenschlüssel. Das ist ein BB. Das muss man nochmal dazu sagen. Aber kannst du jetzt mal auffüllen? Wir können ja hier mal alle, ja gut, wir können ja mal alle wegsaufen, mal gucken, was passiert. Ich glaube, dann was ist, wenn man alle wegläuft. Und der letzte. Denk mal. Was wir brauchen. Da.
auf sie aufpasst. Ein Mann wie du. Meinetwegen liegt sie hier. Bleiben nur noch wir zwei, Bibi. Ich hab nur noch dich. Ich beschütze dich. Was auch passiert. Ja, was ist mit ihm? Was ist mit ihm geschehen? Haben wir auch eine Weihnachtsmütze? Oh Mist, der haben keine Weihnachtsmütze. Das wäre so, es wäre. Ah, das wäre witzig. Na gut, dann. Ja, das auch noch und dann. Geht's los. Scan wird gestartet. Schuhwerk in schlechtem Zustand. Austausch empfohlen. Wir können die ja noch nutzen, ne? Wir können die ja noch können wir sie nutzen. Die halten ja noch. Ja, ich weiß, aber wir können die ja momentan wirklich ausschöpfen. Warum soll ich sie jetzt schon wegwerfen? Report not wieder nicht, nee. Ich will wieder dahin. Genau. Ich bin gar nicht angestellt, der Windpark. Ach, wie toll. Der Geist ist nicht angezeigt worden, ist ja nett. Wow. Gut, dann gehen wir mal wieder los zum Windpark und werden da mal alles erledigen. Und das würde ich schon ganz gerne halt fertig haben im Windpark. Also, ich sag mal so, wie lange man schon braucht. Das ist halt schon krass. Also ich glaube schon, dass Death Stranding eine neue Spiellänge ist. Okay, ob es nur das längste Spiel ist, weiß ich nicht. Aber es ist schon extrem, also schon dadurch lang, weil man die ganzen Wege hat. Also das scheint ja wohl nicht gerade kürzer zu werden, das Spiel. Aber ich finde es okay. Macht das Spaß. Ich finde das auch. Ist challenged auch so ein bisschen, muss ich sagen. Wenn du da steht, so ein Satz ist sehr schwierig. Es ist schon eine Challenge. So. Es challenged wirklich. Das ist wirklich extrem cool gemacht. Und ja, also es ist einfach wieder ein einfaches Spielprinzip, aber mit meiner Meinung nach einer fantastischen Idee. Auf jeden Fall wissen wir jetzt ja auch, wie wir die Dinge anlocken, die GDs, wenn wir die ja immer mal brauchen. Haben wir schon mal gegen eins gekämpft, hat den Auftrag verloren. Dann hätten wir das Problem nicht mehr. Aber ich war ja ein Dussel und habe leider den Auftrag, Das wird echt noch nicht angezeigt, ne? Ja, auf jeden Fall ist ja hier der Windpark. Ah, beginnt das wieder hier mit.
Na bitte. Ist das hier mit GDs oder? Oder ist jetzt einfach nur so Regen? Das ist natürlich die Frage. Jetzt können wir auch mal ein bisschen langsamer wieder runter. Müssen wir natürlich jetzt hier nicht wieder hier irgendwelche komischen Wege einschlagen, um hier runter zu kommen. Okay. Mit euch, ne? Also dann bin ich auch an einem Punkt, ne? Dann reicht es dann auch. Bin ich ja ganz ehrlich. Dann reicht es mit diesen GD-Dingern. Wisst ihr was? Achso, ich weiß auch nicht, ob man nur die Luft anhalten muss, wenn das Spiel mir das sagt, oder ob ich auch so die Luft anhalten muss. Das sind so viele Fragen. Aber ich habe es gerade mitbekommen, ist es gar nicht so schwer, von den Dingen abzuhauen. Ich habe mich dann nur so ein bisschen... Nee, das ist gar nicht so übel, das ist gar nicht so schwer. Das hat immer gut. Aber nee, das ist gar nicht so schwer. Ah, deshalb will. Das habe ich mir, glaube ich, immer ein bisschen schwerer gemacht, als es eigentlich ist. Das ist immer eine Idee. Weißt du, leider nervt die Viecher mich. Wir kommen sowieso gleich wieder, weil wir den Film von hier haben abgehauen. Ja, hier ist safe. Aber nur zu 2 Sekunden, ohne wird das nervt zu landen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Wo jetzt hier wieder 1000 Aufträge anfangen, ne? Ja, was haben wir jetzt eigentlich hier noch? Genau, ist mir doch egal. Ja, nee, was war das hier? Nochmal 10. Keine Ahnung.
Ja. Dann brauche ich vielleicht noch nicht, dass ich ein Anime bekomme. Ist ja doof. War das so ein Scheiße? Wo ist denn hier nicht? Ah ja, Blutbeutel, genau. Nein. Ich hier wieder Anime bekomme. Denn das ist nicht ganz so lustig. Das damit ist jetzt nicht zu spaßen. Ich habe bestimmt jetzt keine Lust, dass ich den Buskampf deswegen nicht schon, weil ich Anime bekommen habe. Muss nicht sein, gut. Ich habe ja ein bisschen übertrieben. Ich weiß noch nicht, da bin ich auch noch unsicher, wie viele man da wirklich braucht. Gut, dann. Ja, okay, dann laufe ich jetzt hier zurück. Und kämpfe dann gleich mal gegen das Ding. Ich glaube, die restlichen werde ich dann einmal im Spind aufbewahren, ne? Komm jetzt wieder gleich wieder, die Viecher. Und dann sprinte ich einfach ein bisschen, dann müssen die ja wissen, die ja schon. Dann muss ich den ja nur kommen lassen. Oh Gott, Leute, das wird jetzt lustig. Ja, okay, machen wir einen kleinen Kampf. Ich muss mir ein bisschen durch die Gegend joggen im Löwenbau. Hallöchen, hi, na? Genau, saugt mich ein. Ja. Bringt mich zu eurem Meister! Meister Tentakel, ich kann auch nicht. Wurde das auch noch. Das ist jetzt meine. Hey, kannst du auch weiter ein bisschen sprinten? Hallo? Wurde da vorne nicht so richtig. Wo ist die Kamera? Oh, Kamera, wo bist du? Wo ist es? Es ist ein bisschen wie im Horrorfilm. Oh, das Monster da. Genau. Wer bekommt hatte mehr Reste? Keine mehr. Ja, ich hab. Wie bekommt hatte ich schon? Vor einige. Yeah, bam. Na, Kumpel? Yeah! Sieger! Na, mal fragen, du Kackding? Das ist ja. Warte mal. Also wieder weg, ja. Ah, so blöd man das Zeug, okay.
Wer steht da? Recycle. Muss recyceln im Cabin und Nord, damit du. Achso, der auf der Wertung fast abgeschlossen. Achso, den hätten wir ganz abschließen können. Achso. Oh, Alter, aber das war nochmal geil. Das war nochmal. Das war nochmal eine schöne. Eine schöne Schuhe zerstört. Okay, warte. Ja. Genau. Irgendwas kaputt ist jetzt, aber nicht vorher, weil sonst ist es doof. Gut, Leute. Da würde ich sagen, das war doch mal eine schöne Sache am Ende der Folge nochmal. Schön nochmal was zerstört. Das würde ich nochmal sagen, tut alles hier in den Spind rein. Das brauche ich ja nicht. Oh, Alter. Schön Blutbeutel gemacht und bam, bam, bam. Nee, das macht so Spaß. Ich liebe das einfach noch. Deswegen das jetzt? Das ging nach BB gucken. Achso, ging das nach BB. Nein. Ich bin so glücklich und du bist es auch. Lalala, ich kann nicht singen. Genau so. Ich beruhige dich voll krass. Ich beruhige dich. Ey, ich sag, du sollst dich beruhigen. Wer kennt das nicht, ey? Bist du ja 2519? Nein, da bin ich immer ganz vorsichtig. Mit ganz viel Liebe macht man doch was. Ich bin ganz lieb zu meinem Baby. Ich bin ein voll guter Vater. Ich bin lieb. Oh. Ups. Hallo? Hallo? Guck mal, hallo? Ich glaube, ich soll das. Gut. Nach dem Schädelhirntrauma von Bibi werde ich jetzt ein Schädelhirntrauma, bitte sehr. Ich bin gerade voll erschrocken, weil der mit mir geredet hat. Ja genau, die will ich an die Elbe rumschleppen. Nochmal auf abladen. Abladen. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Dann würde ich sagen, nächstes Mal geht's weiter und mal gucken, kann ich eigentlich alles mitnehmen? Mal gucken, hoffentlich. Beim nächsten Mal geht's weiter. Haut rein. Bis dann. Tschüss, euer Pyrus. Ciao.